Wir noch.
Sie, Sie da drüben, bitte reden Sie mit mir. Ich bin in dem Raum links von Ihnen. Verwenden Sie die Sprechanlage neben dem Fenster. Das kann nicht sein. Ein echter Mensch? Das kann nicht sein. Was sehe ich da? Einen richtigen, reinen Menschen. Was ich für ein Wesen bin? Seit wann interessieren sich denn Menschen dafür? Es tut mir leid. Ich bin freundliche Leute nicht gewöhnt. Normalerweise werde ich von den anderen angegrunzt und in den Raum geschubst. Mein Name ist Fox. Mein ganzes Leben schon verbringe ich in diesem Käfig. Ja, wirklich eine Ironie des Schicksals. Ich bitte, mein Erstaunen zu verzeihen. Ich hatte nicht erwartet, jemanden mit einer derart reifen Einstellung diesen Dingen gegenüber anzutreffen. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein gebildeter Mensch hier auftaucht und das GEEK sucht. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo es ist. Und was am allerwichtigsten ist, ich weiß, wie man es bekommt. Eine Hand wäscht die andere. Ich will hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich schon hier bin. Nehmen Sie mich mit, dann finde ich das GEEK für Sie. Die Kammer, in der das GEEK aufbewahrt wird, ist dermaßen verstrahlt, dass ein menschliches Wesen keine Minute darin überleben würde. Ich hingegen habe von meinen Mitmetamenschen überraschenderweise eine ziemlich nützliche Eigenschaft geerbt. Ich bin höchst strahlenresistent. Wenn Sie mich hier rauslassen, serviere ich Ihnen das GEEK auf dem Silbertablett. Dafür gibt es keine Garantie. Mein Wort muss genügen. Ich habe ja bereits geholfen, indem ich Sie vor der Strahlung gewarnt habe. Das sollte als Beweis meiner guten Absichten genügen. Also, was meinen Sie? Schön zu sehen, dass ich es mit einem vernünftigen Menschen zu tun habe. Und jetzt lassen Sie mich bitte hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Wir können uns darüber später noch unterhalten. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, diese Tür zu öffnen. Am Ende des rechts gelegenen Korridors befindet sich ein Wartungsraum. Im Inneren finden Sie die Brandschutzkonsole für den medizinischen Bereich. Lösen Sie dort den Alarm aus, damit ich entkommen kann. Aber Vorsicht! Durch das Auslösen der Konsole wird ein Notprogramm aktiviert, das alle Genesungsräume im medizinischen Bereich öffnet. Ich bleibe hier, bis der Weg frei ist. Bitte Vorsicht! Einige dieser fehlgeschlagenen Experimente sind wirklich gefährlich. Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen werden.
Endlich! Die Freiheit! Die wahre Freiheit! Worte reichen als Dank für dieses Geschenk kaum aus. Es ist unvorstellbar, wie lange ich mir diesen Moment schon in Gedanken ausmale. Und er fühlt sich noch besser an als in meinen kühnsten Träumen. Kommen wir jetzt zu meinem Teil unserer Abmachung. Hier lang.